Ja, guten Tag zusammen. Heute will ich euch zeigen, wie man mit einem Plektrum umgeht. Unsere nächsten Blogs werden sich ganz viel mit dem Plektrum auseinandersetzen. Das hier ist ein Plektrum. Ein Plektrum kann sehr hart ausfallen oder aber auch sehr weich ausfallen und biegsam sein. Die Unterschiede liegen im Klang. Ein hartes Plektrum macht natürlich auch einen stärkeren Sound. Während ein weiches Plektrum eher für das Akkordstrumming vorgesehen ist. Damit ein Solo zu spielen geht natürlich auch. Aber ihr hört es schon, es gibt einen weicheren Ton. Es gibt sogar Plektren wie dieses hier. Das könnt ihr euch auf den Daumen stecken. Damit habt ihr dann schon eine natürliche Haltung vorgegeben. Sowohl Solotöne als auch Akkordanschläge oder sogar Pickings. Recht bequem und schnell variieren. Für den Anfang rate ich euch davon ab. Das ist ein irritierendes Gefühl, wenn ihr was auf dem Daumen stecken habt. Gewöhnt euch lieber an mit einem mittelharten Plektrum. Für den Anfang, gerade wenn ihr Nylon-Saiten spielt, auf eurer Gitarre zu arbeiten. Ein Plektrum hält man so zwischen Daumen und Zeigefinger, dass es ungefähr parallel nach innen zeigt. Wenn ihr auf eurer Gitarre damit anschlagen wollt, dann soll das Plektrum parallel zur Seite liegen. Ihr könnt die Hand ausstrecken oder zumachen dabei. Wichtig ist, dass ihr das Plektrum schon fest genug haltet, damit es euch nicht abhaut. Beliebter Platz ist dann in der Gitarre, aber leicht genug, damit ihr nicht verkrampft. Die Finger müssen nicht weiß werden dabei. Beim Spielen mit dem Plektrum gibt es zwei Anschlagsrichtungen. Die eine ist der sogenannte Downstroke oder Abschlag. Der geht nach unten, sagt der Name. Bei einem Abschlag habt ihr das Plektrum leicht nach oben angewinkelt. Oder auch parallel zur Seite. Niemals aber spitz nach unten, weil ganz klar, ihr würdet in den Saiten hängen bleiben. Beim Aufschlag ist es andersrum. Im Aufschlag habt ihr das Plektrum ein Stück nach unten abgewinkelt, sodass ihr nicht hängen bleibt. Ihr werdet am Anfang ein bisschen Übung brauchen, damit ihr unverkrampft damit spielen könnt. Merkt euch, der Abschlag erfolgt mit einem leicht nach oben geneigten Plektrum. Der Aufschlag mit einem leicht nach unten abgewickelten Plektrum. Auf dem Übungsblatt Teil 1 zum Plektrum habe ich euch verschiedene Grundübungen aufgeschrieben, die alle auf der pentatonischen Tonleiter basieren. Wie sie gerne im Rock und im Blues eingesetzt wird. Um euch mit dem Plektrum vertraut zu machen, macht ihr aber erstmal für ein paar Minuten
die Übungen, die ihr schon kennt, und spielt die mit dem Plektrum. Und zwar zuerst nur mit dem Abschlag. So müsst ihr euch nicht gleich auch noch auf eine neue Bewegung konzentrieren. Wenn ihr das mit dem Abschlag drauf habt, dann probiert ihr das Ganze bitte mal mit einem Aufschlag. Und versucht zu erfüllen, wie sich das im Handgelenk anfühlt. Der Anschlag erfolgt beim Plektrum, anders als beim Fingerpicking, wo ihr immer aus den Fingergrundgelenken heraus arbeitet, aus dem Handgelenk. Auch der Oberarm ist beteiligt, aber vorwiegend ist es wirklich das Handgelenk, das die Bewegung vollzieht. Wenn ihr den Abschlag und den Aufschlag drauf habt, dann versucht ihr euch am Wechselschlag. Ein Schlag runter, ein Schlag hoch. Und auf den hohen Seiten. Ab, auf, ab, auf, ab, auf, ab, auf. Wir wiederholen an der Stelle auch gleich nochmal die Übung, weil bei einigen von euch habe ich gehört, dass ihr das relativ abgehackt spielt. Lasst den Ton bitte ausklingen und der Finger bleibt liegen, bis der Nächste die Seite erreicht hat. Jetzt kommen wir zur pentatonischen Tonleiter und damit zur Übung A oder auch 1. Hier spielt ihr einmal die pentatonische Tonleiter runter und dann bis zur H-Seite wieder rauf. Und das Ganze geht dann so. Zeigefinger, fünfter Bund, Abschlag. Alles nur mit Abschlägen fürs Erste. Der kleine Finger trifft den neunten Bund, Abschlag. Jetzt wechselt der Zeigefinger in den fünften Bund auf der A-Seite. Der Mittelfinger geht auf die sechste, auf den sechsten Bund. Danach der Ringfinger auf den siebten Bund der A-Seite. Jetzt wechselt der Zeigefinger runter auf die D-Seite, fünfter Bund. Der Mittelfinger bleibt weg. Jetzt kommt der Ringfinger auf den siebten Bund die Seite. Zeigefinger wandert weiter auf die G-Seite, fünfter Bund. Der Ringfinger auf den Bund 7. Und der kleine Finger geht in den achten Bund. Zeigefinger wechselt auf die H-Seite, fünfter Bund, kleiner Finger jetzt, achter Bund H-Seite, Zeigefinger runter auf den fünften Bund, hohe E-Seite und der kleine Finger auf den achten Bund. Und zurück. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist die Übung 1. Wenn ihr die Übung so wie angegeben im fünften Bund spielt, dann gilt die Pentatonik übrigens für den Akkord A. Musik.
könntet das Ganze auch verschieben. Wenn ihr das im dritten Bund spielt, dann wäre das zum Beispiel die Pentatonik für den Akkord G, den ihr noch nicht kennengelernt habt, kommt demnächst. Zurück zu unserer Übung. Die Übung 2. Die verlangt jetzt schon ein bisschen mehr von euch. Hier sollt ihr nämlich im Wechselschlag die eben gelernte Pentatonik runterspielen und dann wieder zurück nach oben. Und das Ganze sieht dann so aus. Wechselschlag ist ein bisschen statisch, weil er immer nur auf und ab geht. Oft ist es allerdings besser, beim Seitenwechseln auf die darunterliegende Seite oder auch wenn ihr in die andere Richtung spielt, nach oben hin, statt dem Wechselschlag Ausnahmen einzubauen. Und das nennt sich dann Economy Picking. Economy Picking typischerweise nimmt beim Runterspielen einer Leiter immer einen Abschlag für die nächste Seite. In der Pentatonik würde das jetzt so aussehen. Ab, auf, ab, auf, ab, ab, auf, ab, auf, ab, ab, auf, ab, auf. Zum Economy Picking. Übung 3. Die Übung 4 ist ein pentatonisches Riff im Wechselschlag. Wie ihr es oft im Blues und im Rock'n'Roll findet. Hierzu greift ihr mit dem Mittelfinger statt dem Zeigefinger den fünften Bund der E-Saite. Abschlag, Aufschlag. Der Zeigefinger trifft den vierten Bund der A-Saite. Sieht dann schnell gespielt so aus. Das ist die Übung 4. Die Übung 5 ist ein klassisches Rock'n'Roll Riff in der ersten Lage. Ihr schlagt jetzt zweimal die A-Seite leer an, dann geht ihr mit dem Ringfinger in den vierten Bund auf der A-Seite. Der Zeigefinger wechselt nun in den zweiten Bund auf der D-Seite, zwei Anschläge. Der Ringfinger trifft den vierten Bund. Der Zeigefinger geht weiter auf die G-Seite in den zweiten Bund. Zwei Anschläge. Zurück der Ringfinger auf der D-Seite im vierten Bund. Zwei Anschläge. Der Zeigefinger auf der D-Seite im zweiten Bund. Zwei Anschläge. Und der Ringfinger auf der A-Seite wieder im vierten Bund. Zwei Anschläge. Das Ganze klingt dann so. Thank you.
ihr auf der ersten Seite drüber gemalt habt. Wir kommen noch dazu. Das ist die Übung 6, ein pentatonisches Rock'n'Roll-Riff. Wenn man es komplett über ein Blues-Schema spielt, das Blues-Schema, das könnt ihr anhand der darüber notierten Akkorde erkennen. Wir spielen es in A, zwei Takte A, ein Takt D7, wieder ein Takt A, ein Takt E7, ein Takt D7 und wieder ein Takt A, dann ein Takt D7 und ein Takt E7. Das macht das Blues-Schema aus und dieses Riff läuft genau darüber. Den Mittelfinger auf, in den siebten Bund auf der A-Seite. Schneller Wechsel auf der A-Seite in den fünften Bund. Von vorne. Und wieder in den siebten Bund. Ist nicht leicht, ist eine Fleißaufgabe. Versucht euch dran, es wird ein bisschen dauern, bis ihr es drauf kriegt. Lohnt sich, klingt gut, wenn man es spielen kann. Übung 7 ist eine einfache Blues-Begleitung mit den Akkorden A-Dur, der ist neu. Die leere A-Seite ist der Grundton. Der Zeigefinger sitzt auf der D-Seite im zweiten Bund. Der Mittelfinger sitzt auf der G-Seite im zweiten Bund. Und der Ringfinger sitzt auf der H-Seite im zweiten Bund. Das sieht ein bisschen knautschig aus, ist am Anfang auch nicht ganz leicht. Probiert's, bringt die Finger beieinander. Spielt wie bei jedem neuen Akkord einmal durch, um sicher zu sein, dass der Ton klingt. Später, oder wenn ihr es jetzt schon könnt, ist es auch gut. Werdet ihr sehen, ich verwende das häufig, dass man das Ganze auch mit einem Finger greifen kann, indem man diese drei Seiten zusammen abklemmt. Macht es am Anfang nicht. Dürfte zu schwierig sein, wenn man es nicht gewohnt ist. Das Ganze hat jetzt einen Rhythmus. Wenn ich im Vierviertel notiert habe, würde ich den stumpf durchspielen, würde das so ein bisschen nach Umpapa klingen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, langweilig. Im Blues ist es so, dass man das Ganze laid back, also entspannt spielt. Die ersten beiden Anschläge sind minimal zeitlich verzögert. Im Blues würde das so klingen. Schlecht notieren. Ihr müsst versuchen, ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn ihr den Akkord gegriffen habt, schlagt ihr zweimal leer auf die A-Seite und zweimal leer auf die nächsten drei Seiten und das Ganze möglichst entspannt und laid back. Der A-Akkord. Der Akkord, der jetzt folgt, ist eigentlich unvollständig, denn im vollen Griff würde man ihn mit vier Fingern greifen.
braucht man im Blues und in den meisten Folkstücken auch nicht wirklich immer. Deswegen ist es ganz bequem, diesen Akkord mit drei Fingern zu greifen. Es ist ein sogenannter verschieblicher Akkord, würde er im ersten Bund gegriffen. Zeigefinger sitzt auf der D-Seite im ersten Bund, der Mittelfinger sitzt auf der A-Seite im zweiten Bund und der Ringfinger sitzt auf der G-Seite im zweiten Bund. Da hätte man ein H7. Verschiebt man das Ganze jetzt in den fünften Bund, hat man ein D7 und verschiebt man das Ganze weiter in den siebten Bund, dann hat man ein E7. Das ist eine ganz klassische Bluesfolge. Der Anschlag ist auch hier wieder zweimal die Bassseite. Übt den Wechsel von A-Dur auf D7 und wieder zurück auf A-Dur, gesondert. Dann übt bitte den Wechsel von D7 durch Verschieben in den siebten Bund auf E7 und von dort aus in den A-Akkord zurück. Das macht ihr so ein bisschen einzeln, damit ihr erstmal einen Ablauf dafür habt, wo die Finger hingehören. Das Ganze klingt anschließend dann so. Wird mit Achteln gespielt, das heißt, ihr zählt nicht 1, 2, 3, 4, sondern 1 und 2 und 3 und 4 und 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 3. Soweit sind die Übungen im Teil 1 mit dem Plektrum. Versucht das Filmchen ein paar Mal zu gucken. Versucht ein Gespür für das Plektrum zu kriegen. Wir werden noch eine Weile mit dem Plektrum weitermachen. Ich möchte euch gerne dazu bringen. Wichtig am Anfang, lernt die Bewegung mit dem Plektrum. Abschlag, das Plektrum ist leicht nach oben geneigt. Aufschlag, das Plektrum ist leicht nach unten geneigt. Zwei Finger halten das Plektrum, betrachtet es einfach als Verlängerung eures Zeigefingernagels. Okay.